Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 5050. Domian, im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei uns, willkommen beim 1Live Talk Radio, willkommen bei Domian. Unser Thema heute Nacht heißt schockierende Entdeckungen. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Dinge, die ihr entdeckt habt irgendwann mal, die euch sehr schockiert haben. Oder ihr seid vielleicht irgendeiner Sache auf die Spur gekommen und habt etwas entdeckt. Oder ihr seid eurem Partner auf die Schliche gekommen, bei was auch immer. Und das war für euch eine schockierende Entdeckung. Schockierende Entdeckungen. Was habt ihr in diesem Sinne schon mal erlebt in eurem Leben? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei wie immer für euch. Und mailt auch unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann eben auch zurückrufen können. Sonst ist das alles ein bisschen komplizierter. So, Thomas ist der Erste, 34 Jahre alt. Hallo. Hallo, hier ist Thomas. Ja, hallo Thomas. Schockierende Entdeckungen heißt das Thema. Ja, schockierende Entdeckungen in dem Sinne, dass ich hatte vor 2 Jahren eine Freundin. Ja. Und es ist dann halt auseinandergegangen. Sie hat mir ziemlich schlecht behandelt am Schluss. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? Ja, das war ein halbes Jahr ungefähr. Ach so. Wir haben uns vorher schon kennt, hatten eine Brieffreundschaft gehabt. Ja. Und dann sind wir halt so zusammengekommen. Ja. Und war eigentlich ganz schön, war eine Fernbeziehung. Eine Fernbeziehung? Ja, 600 Kilometer ungefähr. Ist weit, ja. Und ja, und bin halt dann damals im Urlaub noch aufgefahren. Einen Tag früher, wie ich gesagt habe, ich sie überraschen wollte damals. Ja, zu ihr nach Hause. Und habe sie dann damals besucht im Museum und da war halt ihr Kumpel dann auch da, wo sie hätte. So. Im Museum, weil sie da gearbeitet hat, oder ja, was? Ja, wo sie gearbeitet hat. Und da war sie also ziemlich sauer, weil ich da eben früher gekommen bin und das ist ja nicht normal, sage ich mal. Nee, eigentlich freut man sich, ne? Ja, auch wenn der freut man sich, ja. Und das war damals auch, wo das also Hochwasser oben war. Also du bist ja in das Museum reingeschnallt, wo sie eigentlich arbeitet, oder wo sie arbeitet, und da war sie schon irgendwie sickig, oder wie? Da war sie schon sauer, weil ich praktisch früher gekommen bin damals. Ja. Ja, und das war eigentlich dann praktisch Lied vom Ende damals. Ich war dann da oben bei meinen Freunden und mir ging es eigentlich damals nicht gut. Ja. Ist ja klar. Und wo kommt jetzt die schockierende Entdeckung? Kommt jetzt heute. Ich habe es praktisch seit eineinhalb Jahren habe ich wieder eine liebe Freundin. Ja. Mit der verstehe ich mich super. Achso, also wir halten mal eben fest, die Sache ist dann, nachdem du da sie besucht hast, oben ist zu Ende gegangen. Die war zu Ende. Und du weißt, hast damals auch nicht mitbekommen, warum sie sauer war, dass du schon ein bisschen... Die hat eigentlich nichts gesagt. Ich habe dann hinterher von Freunden erfahren, dass sie praktisch fremdgegangen ist und so. Achso, auf jeden Fall war die Sache damals dann erledigt. Und die war für mich natürlich nicht gleich, aber war dann... Einige Zeit lang schlecht drauf, war klar. Ja, so, nun sind... Und dann war es eigentlich von mir rum. Ja. Und war abgeschlossen, alles. So, nun ist eine gewisse Zeit vergangen. Dann habe ich so 2 Monate, 3 Monate später, bin ich da halt mit einer Freundin von mir, wo ich schon länger kennt habe, zusammengekommen. Ja. Und ist also praktisch die schönste Zeit in meinem Leben bis jetzt. Ja. Kann ich echt sagen. Also neue Freundin. Ja, bin glücklich jetzt. Ja. So, jetzt kommt irgendwas jetzt ins kommt Spiel. Eigentlich, da haben wir sie, meine damalige Freundin, ja? Ist schwanger und hat ein Kind bekommen. Hat mir damals aber gesagt, das ist nicht von mir. Hat mir also auch einen Brief geschrieben. Mhm. Also du wurdest damals schon informiert, dass sie schwanger ist. Das hast du damals noch mitbekommen, irgendwie? Ja, später dann. Da hat sie angerufen und das Kind ist praktisch vor einem guten Jahr auf die Welt gekommen. So, und jetzt, vor kurzem, hat sie dir mitgeteilt, dass das dein Kind ist? Und jetzt... Heute vom Landkreis oben, vom Landrat, ja? Dass, ob ich dazu stehe praktisch, ob das mein Kind ist und so. Ja, dann bist ja heute, stehst ja noch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unter Schock. Ich stehe unter Schock, ich bin schon gefasst und so, mir geht es eigentlich, also ich kann ja sagen, mir geht es jetzt nicht schlecht, aber... Es ist ja so eine, also man ist schockiert, weil du gar nicht damit gerechnet hast. Geht eigentlich. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie eine tolle Nachricht, ne? Man hat ein Kind, oder? Ja, aber das Gute ist, ich bin jetzt mit meiner Freundin zusammen. Ja? Und um das geht es eigentlich. Ich möchte die nicht deswegen verlieren. Ich weiß nicht, wie es dann wenn es so ist.
das kann ja sein, dass es nicht von mir ist. Also, du hast wahrscheinlich heute schon im Laufe des Tages hin und her gerechnet. Könnte es sein, dass du es gewesen bist? Das käme zeitlich, käme das hin? Möglich wäre es. Ja. Möglicherweise. Ihr habt auch nicht verhütet damals und ihr hattet Sex und hätte sein können. Ja. Das geht eigentlich um jetzt, um mein Leben. Mein Leben ich verstehe. Eine neue, ganz neue Bahn. Das Aber Thomas, was ist denn da mit dieser Frau los? Warum hat sie es dir so die ganze Zeit verheimlicht? Warum schreibt sie dir nicht persönlich, sondern das Amt meldet sich bei dir? Was ist da los? Ja, was los ist, sie hat mir damals einen Brief geschrieben, dass sie eben ein Kind, dass sie schwanger war, bevor wir zusammengekommen sind. Mhm. Ja. Und die hat mir das damals praktisch nicht gesagt. Ja, ja, aber warum hat sie jetzt so die letzten anderthalb Jahre so eine Geheimniskrämerei damit veranstaltet? Warum? Das weiß ich ja nicht. Und warum schreibt sie warum ruft sie dich jetzt nicht persönlich an und sagt es dir? Sie hat meine Nummer nicht mehr gehabt und meine alte Handynummer gibt es ja nicht mehr. Ja, gut, aber wenn man jemanden finden will. Wie auch immer, jetzt hast du die Information. Lass uns mal eins nach dem anderen besprechen. Wie gehst du jetzt erstmal mit dieser Information um? Wirst du sie aufsuchen? Wirst du das klären wollen? Wirst du auf einen Vaterschaftstest bestehen? Und so weiter. Wie wirst du vorgehen? Ja, klären will ich es auf jeden Fall. Das ist ja mal klar. Ja. Und Vaterschaftstest, also ja, mache ich. Ja. Muss ich ja machen, weil... Ja. Das heißt also, wie geht es insgesamt weiter? Weil mein Leben ist in eine andere, ganz andere Richtung jetzt. Genau, lass uns jetzt weiter darüber sprechen. Da möchte ich eigentlich auch bleiben. Ja, ja, habe ich schon verstanden. Ich weiß ja nicht, wie meine Freundin das dann auffasst, wenn ich ihr sage, wenn es dann so weit ist. Ja, aber nur mal langsam. Diese Sache ist passiert, wenn sie denn passiert ist, vor der Beziehung, die du jetzt mit deiner Freundin hast. Vorher. So, du bist nicht fremdgegangen. Nee, bin ich nicht. Mache ich auch nicht. Also ich bin ehrlich, ich bin treu. Ja, glaube ich auch. Insofern hast du ja schon mal sehr gute Karten. Jeder von uns hat eine Vergangenheit und bei jedem kann irgendwie so etwas passiert sein. Oder es kann sowas vorkommen. Wie beschreibst du die jetzige Beziehung, die du hast? Ist das richtig gut? Liebst du sie? Liebt sie dich sehr? Seid ihr ein tolles Paar? Also wir verstehen uns sehr gut. Ja. Und ich sag mal, ich habe eigentlich das gefunden, was ich immer gesucht habe. Mhm. So. Das sagt mir, dass das eine tolle Frau eigentlich ist, die du hast. Ja. Ja. Dann wird diese tolle Frau, bin ich ganz sicher, oder ich hoffe das sehr, sage ich so, da auch locker drauf reagieren. Denn du hast ja nichts zu Schulden kommen lassen. Solange ihr beiden zusammen seid, ist nichts passiert. Dieses ist aus der Zeit vor euch. Vor uns, ja. So, und ich habe... keine Bedenken, oder es wäre schlimm, wenn es so wäre, dass eure Beziehung deshalb Schaden nimmt, wenn jetzt rauskommt, dass du noch ein Kind hast. Dann wäre mit der Frau auch etwas nicht in Ordnung, finde ich, die du da hast. Ich finde, damit muss sie jetzt auch umgehen können. Das gehört aber auch zu einer Liebesbeziehung dazu, Mann. Wenn so etwas passiert, wie jetzt bei dir, dass man dann auch zueinander steht. Sie kann dir doch gar nichts vorwerfen, oder? Nee, vorwerfen kannst du mir nichts. Nee, nix, gar nichts. Ich gehe mal davon aus, wie du jetzt gerade gesprochen hast, dass du ihr das noch nicht erzählt hast. Nee, ich habe es noch gar niemandem erzählt. Meine Eltern habe ich es halt gesagt, aber sonst irgendwie, dem muss ich ja reden und ich kann jetzt nicht schlafen. Ich verstehe, völlig aufgeregt. Hellwach und jetzt habe ich gedacht, jetzt rufe ich einfach mal mit dir ab, weil sonst... Ja, also ich würde dich erstmal ein bisschen beruhigen, Thomas. Wirklich. Also nehmen wir mal an, das stimmt, mal vorausgesetzt. Kann ja auch immer noch sein, dass die dich irgendwie linken will. Kann ja auch sein. Ja, das kann auch sein. Kann auch sein. Das ist, wieso es ruft, sagt es jetzt nach über 2 Jahren. Eben, war ja auch meine Frage. Aber nehmen wir mal die Richtung, dass es alles stimmt. Dann kann man das ja alles klären und man kann das alles arrangieren. Und dann wird deine Freundin auch an deiner Seite stehen und dir helfen dabei. Wichtig ist, finde ich, dass du sie schnell einweist. Sag es ihr möglichst bald. Ja, gut, ich war heute schon bei ihr, da habe ich noch nichts gesagt. Aber gut, beim ersten Tag ist ja auch okay. Ich kann das sowieso nicht lang. Nee, das merkt die dir auch an, dass da irgendwas im Busch ist. So, wenn du es morgen ihr sagst, dann könnt ihr zum Beispiel schon mal gemeinsam darüber reden und das besprechen, was jetzt alles zu tun ist. Ist für dich auch hilfreich, wenn du da jemanden an der Seite hast, der dich da missunterstützt. So, und dann muss geklärt werden, ob es stimmt, das Ganze. Mach dir keine Sorgen um deine jetzige Beziehung. Ich gehe davon aus, dass das eine gute Liebe ist und eine gute Liebe hält das aus. Das wäre eine schlimme Sache, wenn deine Freundin dich deshalb jetzt irgendwie verlassen würde oder wenn die da Terz veranstalten würde. Mhm. So, du redest morgen mit ihr. Ja.
Und dann müssen die ganzen weiteren Schritte eingeleitet werden, und um rauszukriegen, ob das auch alles stimmt. Ja, mache ich. Thomas, toi toi toi. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Freunde und Freundinnen, Telefonnummer 0800 220 5050. Wenn ihr mich anrufen wollt zu dem Thema schockierende Entdeckungen, habt ihr in eurem Leben schon mal etwas entdeckt, was euch wirklich völlig umgehauen hat, was euch aus den Socken gestoßen hat? Es kann wirklich eine realistische Entdeckung sein, dass ihr irgendetwas gefunden habt, zum Beispiel. Oder es kann eben auch so etwas sein, was wir gerade gehört haben, dass man euch informiert über etwas oder dass ihr auf eine Sache gestoßen seid. Vielleicht ist euer Freund, eure Freundin aufs Übelste fremdgegangen und ihr habt es rausbekommen. Oder irgend sowas. 0800 220 50 50, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 50 51. André ist hier. André ist 28. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Ja, hallo, ich grüße dich. Hallo, André. Ja, meine schockierende Entdeckung liegt ein bisschen zurück. War auf einer privaten Silvesterparty, die Jahreswende 2001-2002. Ja. Ging um Folgendes, die hat ein Bekannter, also ich sag nicht Freund, war ein weitläufiger Bekannter ausgerichtet, der stammte aus dem Freundeskreis des Bruders meiner Ex-Freundin, so ein ganz netter Typ, kam man gut mit aus, war aber so vom Wesen her einer, der das Pech immer anzog, war bei den Mädels halt sehr beliebt. Ja. So hatte die Party ausgerichtet und ich hatte erst überlegt, ach, sollst du mitgehen, weil ich eine Magenverstimmung hatte und hätte eigentlich die Toilette hüten müssen und bei fremden Leuten ungern auf die Toilette gehe. War das damals auch schon deine Ex-Freundin? Ja, ja, richtig. Ja. Nee, damals war ich mit ihr zusammen. Ah, ja. Also damals war es im Prinzip meine Freundin. Ja. Ja, da wir bis dato aber noch nie zusammen Silvester gefeiert hatten, habe ich gedacht, nee, kannst du ihr nicht antun, also gehst du mit. Mhm. So, Party ging los, wie das so ist. Party nahm ihren Lauf. Ich musste auch durch die Magenverstimmung des Öfteren auf seine Toilette. Mhm. Und hatte dann halt so mich beim ersten Mal gewundert, als ich da war und aus der Toilette kam, dass ich das Licht nicht komplett ausschalten konnte. Also er begründete es dann so, er hatte einen zusätzlichen Strahler mit in die Toilette integriert, sagte er, ja, damit das im Prinzip heller ist, weil er keine starkes Licht, nur dieses überm Alibert hatte. Mhm. Naja, okay, und gegen 12:30, so war ich irgendwie die dritte oder vierte Mal auf der Toilette, dann guckt man sich ja um, man kennt schon alles, und man hatte genau, wenn du auf der Toilette gesessen hast, genau Blick auf das Waschbecken und den Unterschrank. Und zwischen Waschbecken und Unterschrank hast du immer so einen kleinen Raum von 20 Zentimetern circa, und der war vollgestopft mit Kunstblumen. Und ich hatte mich nur gewundert, das passt zu dem Typ nicht, wieso richtet der sein Badezimmer so schäbig ein? Ja. Bin nach vorne mit der Hand und hab da so ein bisschen an den Blumen rumgefummelt und entdeck auf einmal da eine Kamera. Nein. Ich dachte, ich hatte es gerade schon so irgendwie im Gespür, dass du dir sagen würdest, da ist irgendwie durch das Licht und so, dass da eine Kamera ist. So, und jetzt sitzt wie groß, da, halt, wie groß war die Kamera? Das war so eine, also ich sag mal so, wie heutzutage die Webcams ungefähr. Ja, also so ein kleines Ding. Richtig, war jetzt aber in dem Sinne keine richtige Webcam, die war richtig mit Kabel und in so grüner Tarnfarbe, sag ich mal. Aber die fiel so zwischen den Blumen auch nicht aus. Also ich war echt wie vom Kopf geschlagen. Ich dachte erst, das ist irgendwie ein Gag, da spritzt Wasser raus. Du hast dann wahrscheinlich geguckt, das Kabel, wo ging das Kabel richtig, hin? Richtig, ja, dann habe ich geguckt, habe den Schrank ein bisschen vorgezogen, die Kamera war richtig oben drauf festgeschraubt, das ging hinter den Schrank lang, war wirklich in akribischer Kleinarbeit, dieses Kabel war auch grün, war so ein Flachkabel, über den Fliesen verklebt, das waren weiße Fliesen mit weißem Isolierband, wirklich ganz akkurat, man hat es kaum gesehen. Und wo ging es hin? So, habe ich dann auch geguckt. Ich habe gedacht, wenn eine Kamera ist, muss ja irgendwo ein Aufnahmegerät sein. Ich mich in der Toilette umgeguckt, die Waschmaschine an der Seite, nichts gefunden dergleichen. Ich denke, gibt's nicht. Also das Kabel ging irgendwie raus. Das konnte ich feststellen. Wie raus? Raus aus dem Zimmer? Raus aus der Toilette. Raus aus dem WC. Aber wo? Durch die Wand oder wie? Richtig. Jetzt wusste ich nicht wo. Jetzt hatte ich die Tür aufgemacht und wenn du aus der Toilette rausgekommen bist, links direkt daneben stand im Prinzip ein Fernseher und ein Videorekorder. Die waren aber beide komplett aus, auch vom Strom getrennt. Da ging keine Uhr, nichts. Also konnte das Gerät nicht aufnehmen. Jetzt habe ich gedacht, das kann nicht sein. Hatte noch einen mittlerweile guten Freund auf der Party da eingeweiht, hab gesagt, mach mal mit, guck dir das mal an. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wo war's? Naja, auf jeden Fall, du bist aus der Toilette raus, da stand links ein Schrank und Gott sei Dank war schummriges Licht. Wir haben hinterm Schrank so ein bisschen ein blaues Licht schimmern sehen, da war unter dem Schrank nochmal ein separater Videorekorder versteckt. So. Aha, also, stopp. Ja. Ein Spanner. Sozusagen. Ein Spanner, wie er im Buch steht. Sozusagen. Der die Leute beim Pinkeln und was man alles sonst noch macht auf der Toilette beobachten will. Richtig. So, nun hast du so eine Entdeckung gemacht. Du hast sogar da noch jemanden gleich mit reingezogen. Richtig. Hast du direkt da Terz gemacht, noch in der Nacht?
Nein, ja, ich habe überlegt, was mache ich? Ich hätte ja auch theoretisch falsch liegen können, dass ich gar keinen Beweis habe. Also ich wollte wirklich 100%... Ja, der Beweis war ja die Kamera. Ja, sicher, der Beweis war die Kamera, aber der hätte ja theoretisch nichts machen müssen. Also ich wollte wirklich einen Beweis in der Hand haben, dass er uns auch wirklich gefilmt hat. Ja. Also wirklich 100%ig sicher sein. So, wie bist du an den Beweis gekommen? Das Wohnzimmer war im Prinzip im hinteren Raum und der Schlüssel steckte von innen. Also haben wir kurzerhand, weil die Feier hinten stattfand, die waren schon alle gut dabei, einmal den Raum abgeschlossen, haben den Schrank vorgezogen. Das war so ein kleinerer Schrank, gefühlt. Auf jeden Fall hatte ich die Kassette in der Hand. So, jetzt bin ich mit dem Freund zu meinen Eltern gefahren, die wohnten kurz um die Ecke, 5 Minuten. In der Nacht? Die Kassette reingeschoben. In der Nacht? In der Nacht direkt. Wir haben gesagt, wir müssen mal kurz weg, haben uns die Kassette angeguckt bei meinen Eltern und haben wirklich und das gesehen, war so. Dass der wirklich den ganzen Abend, den hat den Videorekorder auf Longplay gestellt, hat wirklich alles aufgenommen, mit Ton, mit Farbe, mit allem. So, nun war der Beweis da. Richtig. Ihr hattet die Kassette, ihr wart ein paar Meter entfernt von diesem Haus. Was dann? Ja, dann haben wir überlegt, was machen wir. Fahren wir wirklich zurück und auf gut Deutsch gesagt, hauen wir einem vor die Glocke. Aber das war ungefähr mittlerweile schon fortgeschrittene Stunde, 1:30, die waren alle gut angetrunken, haben wir gesagt, können wir nicht machen, das versteht keiner. Also sind wir nur zurück, haben im Prinzip unsere Freundinnen, die ja noch dort waren, die wussten ja noch von nichts, haben gesagt, komm, packt eure Sachen, wir fahren, Party ist zu Ende. Die waren natürlich überrascht, haben gesagt, erklären wir später. Sind gefahren, meine Schwester hatten wir im Prinzip dann auch noch mitgenommen, die hatte ich auch mit auf die Party geschlört, haben das draußen erklärt, die waren natürlich total schockiert, konnten das gar nicht glauben. Mach sie so ausführlich, ich bin ganz gespannt. Wie ist das Ganze dann aufgeflogen? Den Tag drauf, alle zusammengetrommelt, bei dem Bruder meiner Ex-Freundin, alle, die auf der Party waren, haben gesagt, komm vorbei, erklärt, Video rein, so und so sieht's aus, fiel natürlich alle vom Glauben ab. Können wir gar nicht glauben, dass der das gemacht hat, gibt's doch gar nicht. Naja, hatte natürlich dann mehr oder weniger auf einen Schlag seine ganzen Freunde verloren. Warum habt ihr ihn nicht auch dazu eingeladen, als er diese Video-Vorführung gemacht hat? Wir wollten im Prinzip erst die anderen einweihen und dann sind wir zu ihm hingefahren. Ja. So, weil er ja zu Hause war. Er wusste natürlich... Also ich meine, da nachdem die anderen das gesehen haben, war ja wahrscheinlich die Kacke am Dampfen, ne, bei allen. Ja, absolut. Aber hallo, ne, da ist man ja wirklich stinksauer, wenn man sowas aussieht. Absolut. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir dann mit ein paar Mann, sind nicht alle mitgekommen, zu ihm hin. Er wusste natürlich sofort, was los war, weil die Kassette war weg, ne? Ja. Und habe ich gesagt, komm jetzt hier rein ins Wohnzimmer, Tacheles, bist du bekloppt, warum hast du das gemacht? Ja, und der, also uns gegenüber hat er behauptet, der war hauptberuflich im Prinzip LKW-Fahrer, auch im Ausland unterwegs. Und uns gegenüber hat er behauptet, er wäre angeblich in Spanien auf so einem Parkplatz angesprochen worden, ob er nicht solche Videos besorgen könnte. So. Also sagen wir mal Laber-Rhabarber. Richtig. Gab es da eine Auseinandersetzung, einen richtigen Streit zwischen euch? Nö, in dem Sinne nicht. Also die meisten haben den Kontakt komplett zu ihm abgebrochen. Ja. Also er hat dadurch alle seine Freunde mehr oder weniger verloren. Hat er sich dann entschuldigt in der Situation, als ihr dann ihm gegenüber wart, gestanden, saß? Absolut gar nichts. Er hat da dumm rumgestammelt. Ich wollte natürlich auch wissen, uns natürlich gegenüber hat er behauptet, er hätte das erste Mal gemacht. Da haben wir gesagt, uns kannst du viel erzählen. Wir haben noch alle möglichen Videokassetten bei ihm mitgenommen, die wir gefunden haben. Also ich glaube, dass André seitdem nicht mehr so ganz unbefangen auf fremde Toiletten geht. So sieht's aus. Also man guckt schon anders, da hast du recht. Guck mal, und ich bin immer so ganz, ganz beängstigt, wenn man von der Nanotechnologie hört. Ja. Weil, sagt dir was, ne? Richtig, also, dass man Kameras bauen kann, die man gar nicht mehr sieht. So klein sind die. Ja. Was kommt da auf uns zu? Ne? Demnächst. Richtig. Dann schwirren die Dinger durch die Luft und wir sehen sie gar nicht. Ja. Und alle und jeder filmt uns und große Zeiten für Spanner ist das dann. Ja. Ja, das ist eine schockierende Entdeckung, glaube ich auch. Aber ihr habt es natürlich sehr geschickt aufgedröselt hinterher und es dann auch, das war es dann mit der Verbindung mit dem Typen. Also wir haben ihm im Endeffekt nahegelegt, ist nicht normal. Wir haben ihm gesagt, da wir ja jetzt im Prinzip ein Beweismittel hatten, wir hatten die Kassette, wir haben gesagt, komm, siehst du, dass du irgendwie Therapie machst oder was weiß ich. Ihr hättet ihn ja auch anzeigen können, glaube ich, ne? Haben wir wirklich überlegt, aber das war den meisten dann, wir haben abgestimmt und ein paar wollten, die Mehrheit dann nicht und hin und her. Und wobei ich das auch wieder nicht genau weiß, wie das ist, in der eigenen Wohnung, darf man in der eigenen Wohnung, den anderen, ich weiß es nicht. Ja. Ihr habt es nicht gemacht. Genau. Schockierende Entdeckung von André. Danke für den Anruf. Bitte. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt. Und hier ist Sandra. Sandra ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Endlich mal komme ich mal zu dir durch. Ja, schön, dass du da bist. Und habe sogar ein Riesenproblem für mich, für andere vielleicht lächerlich. Erzähl. Also ich habe im Internet meine ganz große Liebe kennengelernt. Ja, wann? Anfang des Jahres, also jetzt 4 Monate ungefähr. Vor 4 Monaten. Das heißt, du bist solo, Single? Ich bin Single, halbes Jahr ungefähr gewesen. Ach so. Und im Januar kennengelernt durch Internet. Mhm.
Und wir uns gleich verliebt ineinander mit Schreiben. Und dann hat er mir auch Briefe richtig geschrieben nach Hause. Mhm. Wir haben auch Fotos ausgetauscht. Aber nicht telefoniert? Ah, telefoniert auch. Telefoniert auch, immer und immer. Ja. Und Fotos ausgetauscht. Und dann habe ich halt gesehen, ja gut, mein Traummann ist er jetzt nicht vom Aussehen her, aber ich seine Traumfrau. Aha. Gut, aber von dem ganzen Telefonieren und alles drum und rum, der Charakter einwandfrei. Mhm. Also so einen Menschen habe ich noch nie kennengelernt. Genau deinen Geschmack. Genau, also wirklich ein Mensch mit Charakter, alles drum und dran. Ja, ja. Er war auch ehrlich und hat gesagt, dass er schon länger arbeitslos ist und jetzt Arbeitslosenhilfe bloß kriegt. Ja. Wie alt ist er? Er ist 18 Jahre jünger wie ich. Ja. Aber das ist kein Problem für uns. Ja. Also für mich schon überhaupt nicht, weil ich habe immer schon Jüngere. Ja. Und die Sandra steht auf junge Männer. Ja, ja, ja. So ist sie. Und aber es hat halt nie lang gehalten mit den jungen, höchstens 1-2 Jahre, weil dann... Die wollen dann wieder eine andere Frau. Genau, oder so. Genau. Und also er, der wird mich sogar heiraten und wir haben schon alles Mögliche gesprochen. So, das ist ja erstmal noch eine gute Sache. Das Thema ist ja schockierende Entdeckung. Ja, die kommt jetzt nach und nach. Jetzt also bin ich was gespannt. Für mich schockierend war. Ja. Also dann kam es zum ersten Treffen, er kam zu mir. Mhm. Sah er so aus wie auf dem Bild? Das schon. Das schon. Das schon. Aber dann hat er einen Mund aufgemacht zur Begrüßung. Oh. Und hat zwei schöne, hässliche, schwarze Zähne. Oh. Und auf dem Foto hat er nicht gelächelt? Da hat er nicht gelächelt. Er wusste wahrscheinlich warum. Er hat nur zwei Zähne. Nein, nein, er hat alle Zähne. Achso, alle, aber zwei schwarze aber dazwischen. Die Schneidezähne, nicht die oberen, die vorderen zwei, sondern die daneben, die. Ja. Die vierten oder wie man das nennt. Wie immer man sie nennt, ja. Aber die, wo man auch noch sieht, die sind. Pechschwarz. Echt hässlich, richtig hässlich. Schwarz. So, das ist der erste Schock. Das war der erste Schock. Gut, dann habe ich mir halt gedacht, ja gut, deswegen kann man gar große Liebe wegschmeißen und so. Ja. Er muss halt mal zum Zahnarzt, das kostet halt ein bisschen Geld und so, warten wir halt ein bisschen, ne? Das kann man ja reparieren. Kann man reparieren, ja. Gut. Gut, dann kam der nächste Schock, dann bin ich mal zu Erm gefahren. Mhm. Übrigens bin ich bei Gummersbach vorbeigefahren und habe sofort an dich gedacht. Sieh an, das ist schön, ja. Weil wir wohnen 540 Kilometer auseinander. Ja. Ist aber kein Problem für uns, wir sehen uns jetzt Wochenende. Ja. Gut, dann bin ich das erste Mal bei Erm zu Erm gefahren und da kam der zweite Schock. Na? Wohnung unter aller Sau. Aha. Also ein kleines Schweinchen. Ja, und schon beim Reingehen Schimmelgeruch. In die Küche konnte man gar nicht. Die habe ich gar nicht betreten, habe ich gesagt, na, tut mir leid, aber da kann ich nicht reingehen, weil das hat so dermaßen gerochen von Schimmel. Sag mal, wo du das gerade sagst mit dem Riechen und so, ist er denn oder war er denn gepflegt? Er war gepflegt. Also vom ersten Eindruck her, die Zähne waren schwarz, aber er war gewaschen. Aber er hat auch nicht Mundgeruch. Auch kein Mundgeruch. Oder sowas. Na Gott sei Dank. Bloß mich ekelt halt, wenn ich sowas küsse, irgendwie so. Würd mich auch ekeln. Irgendwie, ne? Ja, ist die Erotik dahin. Die Erotik, genau, die ist dahin. Ist weg. Also ich küsse ihn nicht so leidenschaftlich, wie ich ihn normal ihm küssen würde. So, wir waren bei der Wohnung. Die Wohnung sieht aus wie ein Saustall. Gut. Und der Schimmel überall. Das war die zweite schockierende Entdeckung. Gut. Aber die dritte ist das allerletzte für mich. Er hat einen Kater und der Kater ist übersät von Flöhen. Aha. Und mein Problem ist das jetzt eben, ich habe furchtbare Angst, dass ich habe auch eine Katze daheim, ich komme ja immer wieder heim zu mir, ziehe mich sofort nackig aus im Bad, bade, hau die Sachen in die Waschmaschine, dass ja kein Floh zu mir nach Hause kommt. Hör mal, Sandra, ich habe überhaupt keine Ahnung von Tieren und Katzen, wie viele von euch sicher wissen. Ist so ein Katzenfloh so groß, dass man den sieht? Den sieht man, ja. Den sieht man. Ach so. Aber springt auch über auf einen Menschen und der Mensch kann den dann irgendwohin tragen. Genau, durch die Klamotten kann man den ja in meine Wohnung zum Beispiel tragen. Ja, ich verstehe schon. Und dann gibt es Randale mit deiner Katze oder mit den... Genau, ja. Ich sehe jetzt noch nicht, dass ich hier einen in der Wohnung habe, dafür ist es noch zu früh. Also aber drei... ich persönlich bin an die Beine total zerstochen von seiner Wohnung. Ja. Das ist der Beweis. Also ja, das ist der Beweis. Also drei schockierende Entdeckungen in Richtung, sagen wir mal so, Ästhetik, Hygiene und sowas. Genau. Ne? Hast du ihm denn dein Entsetzen hoffentlich gesagt? Ja, natürlich. Wir diskutieren jetzt schon die ganze Zeit drumherum. Wie reagiert er denn darauf? Das muss ihn doch beeindrucken, wenn die Frau, die er toll findet... Ja, er will echt alles für mich tun. Jetzt ist halt bloß die große Geldfrage. Ich habe ja gesagt, er müsste eigentlich eine neue Wohnung nehmen. Ja, fangen wir mal mit dem Kater mal an. Also den kann man doch wahrscheinlich leicht entflohen mit irgendeinem Mittel, oder? Du bist Katzenfachfrau.
Kann man nicht so ein Zeug kaufen, dass man da irgendwas drauf pudert auf das ja, Tier? Ja, aber es ist ja nicht das bloß der Kater, dass der, gut, da kommen noch andere Sachen. Er ist auch unsauber. Er pinkelt überall rein und scheißt überall rein. Aber der Kater, nicht dein Freund. Der Kater, ach so. Wir saßen auf dem Sofa, da war der so frech und hat sogar mitten vor uns sein Geschäft auf dem Sofa gemacht. Ach, das ist doch untypisch für Katzen, ne? Ne? Eigentlich schon. Die Katze ist ja an sich reinlich. Naja gut, aber der Kater nun mal nicht. Der hat einen Hau, der hat den Kater seit ein Jahr und der hat schon von Anfang den Hau weg, der Kater. Der muss irgendwas Schlimmes erlebt haben und der hat gemeint, er kann den hinbiegen und es wird halt nichts. Verstehe. So, da sind also nur einige große Probleme, habt ihr da an der Backe. Ja, er möchte jetzt am Samstag den Kater ins Tierheim geben. Aha. Das, weil den kriegt man nicht mehr hin. Er war schon beim Tierarzt und so. Der hat, wie gesagt, der ist psychisch irgendwie daneben, der Kater. Der Kater, gut. Dann wäre schon mal ein Problem weniger. Ja, aber dann sind doch die Flöhe noch in der Wohnung. Die sind doch überall im Sofa, im Teppich, überall. Ach so. Die gehen nicht irgendwann ein, wenn der Kater weg ist? Ich habe im Buch gelesen, ein Floh überlebt 2 Jahre lang. Nein, sag bloß, so lange? Das ist ja schrecklich. Ja, ohne Essen. Also muss der ganze Krempel aus dieser Wohnung genau, raus. Ne? So genau, ist es. Das meine ich. Ja. Und er müsste überhaupt eine neue Wohnung nehmen und das und das. Und er will ja auch zu mir ziehen. Ich bin in Bayern, er ist vom Ruhrpott. Ja, also du musst den, so wie du das schilderst, richtig umkrempeln. Ja, das ist ne? Ja. Und du musst ihn zu deinem Zahnarzt schicken. Ja, aber die Sache ist, das geht alles nicht von heute auf morgen. Nee, ist klar. So, aber weil er kein Geld hat. Ja, das hast du gerade schon gesagt, dass er nicht so viel Kohle hat. Eben. Aber du sagst das dennoch alles mit Humor irgendwie so ein bisschen. Die hört sich vielleicht so an. Aber die Liebe ist nicht angekratzt, oder? Ja, darum rufe ich ja an. Ich bin ja beim Zweifeln. Was soll ich jetzt machen? Ach so. Nein, ich muss dich ja jetzt erstmal fragen. Gut, das sind Sachen, die muss man kritisieren. Würde ich ja an deiner Stelle auch kritisieren. Mhm. Könnte ich auch nicht mehr leben. Müssen wir gar nicht diskutieren. Na. Aber Frage ist jetzt, hat das so ein bisschen auch dein Herz, deine Herzensverbindung zu ihm ein bisschen angeknackst? Wichtige Frage. Ich denke mal nicht. So, das ist eine wichtige Aussage. Das heißt, wenn man dieses geregelt bekommt, es ist schwierig, ich weiß, du hast es gesagt mit dem Geld und so, aber wenn man das geregelt bekäme, würdest du sagen, das ist ein Traummann? Ja, wenn das alles geregelt wird. Wenn es alles geregelt wird. Aber ich schätze mal, das zieht sich noch mindestens ein Jahr hin, das Ganze. Ja, nun, eine Sache ist, man hat wenig Geld, aber man kann auch, wenn man wenig Geld hat, ordentlich wohnen und ordentlich leben. Das sage ich ja auch immer. So. Er hätte auch zumindest aufräumen können, weil es schaut ja überall aus wie Sodom und Gomorra. So, kannst du ihm nicht sagen, pass mal auf, jetzt zeig mir noch weiter deinen guten Willen. Aha. Und mit wenigen Mitteln, die du hast, bring mal deine Wohnung auf Vordermann. Meinst du, das würde funktionieren? Ja, ich habe ihm schon gesagt, schmeiß den Teppich raus, schmeiß das Sofa raus. Genau, da kann man ja drüber nachdenken. Also es gibt da hundertprozentig irgendeine Lösung. Er kann viel Kram rausschmeißen, er kann mit weniger Möbel leben oder besorgt sich irgendwo vielleicht am Flohmarkt billige neue Möbel. Ich weiß nicht, irgendwas. Also was nicht so teuer ist. Aber da muss er seinen Hintern für hochkriegen. Ja, das ist es ja. Er scheint ja auch einer zu sein, der gerne ein bisschen faul ist und rumhängt. Ja, das stimmt. So. Das stimmt. Ja. Man muss ja immer mal alles dreimal sagen und so. Er will mich nicht verlieren und ich habe gesagt, so geht's nicht weiter. Weißt du, was ich hier für einen Tipp gebe, Sandra? Hol ihn dir nicht so ganz schnell zu dir in deine Wohnung. Sondern der Typ, so nett und gut er sein mag, ich will ihn dir nicht schlecht reden, wirklich nicht. Aha. Aber er soll erstmal beweisen, dass er das auch kann und dass er es auch ernst meint. Nicht, dass er jetzt ganz schnell zu dir zieht und dann geht das ganze Theater bei dir in der Wohnung los. Ja, genau. Ne? Das also, befürchte ich nicht mehr. So, ihr habt ja alle Zeit der Welt. Das muss ja nicht in den nächsten Monaten alles über die Bühne sein. Dann besucht ihr euch erstmal noch. Aber er soll, bevor du ihn wieder besuchst im Ruhrgebiet, muss er diese Wohnung ordentlich herrichten. Vorher kommst du nicht. Das ist ein Wort. Da muss der junge Mann sich anstrengen. Und wenn mir was wert wäre an der Sandra, dann würde ich aber den ganzen Tag die Wohnung auf den Kopf stellen, dass die in Ordnung ist. Und wenn es auch nicht mehr so voll möbliert ist, ist doch völlig wurscht. Aber Hauptsache sauber. Du bist nicht so ganz sicher, ob er das macht, oder wie? Na, das schon, aber ich habe halt immer noch Angst, dass da, und wenn da nur ein Floh hockt. Stimmt. Und also, den bringe ich dann in meine Wohnung. Ja, du musst also super streng mit ihm sein. Und er muss sich richtig am Riemen reißen jetzt, dass er dir Rechnung trägt, deinen Hygieneansprüchen, die ich im Übrigen sehr teile. Das finde ich sehr richtig, dass du das so siehst. Mhm. Sandra. Okay. Aber im Prinzip ist es doch eine schöne Geschichte. Da haben sich zwei Leute gefunden, die sich sehr gerne haben. Mhm.
Ja, wenn die Flöhe nicht wären. Wenn die Flöhe nicht wären, aber die kriegen wir noch weg. Okay. Ich bin optimistisch. Schöne Grüße nach Bayern. Ja, ja. Tschüss. Tschüss, danke. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Unser Thema heute Nacht heißt schockierende Entdeckungen. Wenn ihr schon mal etwas Schockierendes entdeckt habt, was euch sehr schockiert, nachhaltig schockiert, vielleicht bis heute, und das ist schon viele Jahre her, dann meldet euch bei mir, ruft an. Petra zum Beispiel hat angerufen und Petra ist 29 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, da ist Petra. Hallo Petra. Mein schockierendes Erlebnis liegt war jetzt am Freitag. Ja. Meine Mutter liegt schon seit längerem im Krankenhaus. Am Freitag hatten wir das Ergebnis erhalten, Creutzfeldt-Jakob. Oh. Das ist natürlich eine ganz schlimme Diagnose. Eine ganz schockierende Diagnose. Die ist also für alle Angehörigen. Also das bedeutet, dass das ein Zerfall des Gehirns programmiert ist. Mhm, richtig. Man merkt es auch schon, dass er also abbaut, dass Vergesslichkeit fortlaufend ist. Mhm. Ganz auffällig ist die Gangart, also die Muskeln bauen ab, sie tut sich schon sehr schwer mit dem Laufen. Wie alt ist deine Mutter? Die wird jetzt 62 im Mai. Ja, und wann sind die ersten Anzeichen aufgetreten? So um Weihnachten rum. Da hat sie immer gesagt, ach, mir ist so schwindelig und ich weiß nicht. Und dann ist sie Mitte Februar ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Da wurde die ganze Schwindelattacken, die sie immer hatte, wurde dann auf Schlaganfälle zurückdiagnostiziert, mhm, weil sie die letzten Jahre wohl mehrere kleine Schlaganfälle hatte. Mhm. Dann wurde sie nach 14 Tagen ungefähr entlassen. Daheim wurde dieser Schwindel noch viel schlimmer. Also sie konnte eigentlich ohne Hilfe ganz wenig oder nur noch an der Wand entlang laufen. Mhm. Ist eigentlich den ganzen Tag gelegen. Mhm. Dann bin ich mit ihr nochmal zum Neurologen, der hat sie dann direkt nochmal ins Krankenhaus eingewiesen. Dort wurde dann Nervenwasser abgenommen und nochmal sämtliche Untersuchungen mit CTs und was weiß ich was alles gemacht. Und ich habe dann den Ärzten auch immer gesagt, mir fällt halt besonders auf, dass es sehr vergesslich ist. Ja. Was ja vorher eigentlich nicht so war. Und die Vergesslichkeit auch zunahm. Die auch zunahm, ja. Ja. Ich meine, da hätten die ja hellhörig werden müssen. Naja, die haben das immer so abgetan, als ich würde mich wichtig machen. Mhm. Also so habe ich das zumindest empfunden. Mhm. Dann wurde nochmals Nervenwasser abgenommen und das wurde dann an die Uni Göttingen eingeschickt, weil wohl auf einem CT-Bild schon, der Radiologe hat wohl schon den Verdacht gehabt, dass es irgendwas mit Creutzfeldt-Jakob zu tun hätte. Achso, das heißt, der konnte das am Gehirn schon irgendwie sehen. Ja, also es war wohl ein auffälliges Bild, das er noch nie gesehen hatte. So, das ist ja nun wirklich eine sehr, sehr schlimme Diagnose. Creutzfeldt-Jakob, Verbindung zu BSE. Gibt es da schon so Überlegungen, wie sie das bekommen haben könnte? Also der Arzt hat mir das wohl so erklärt, dass es mehrere Arten gibt. Zwei davon oder beziehungsweise drei davon hat er mir genauer erklärt. Zum einen können junge Leute Creutzfeldt-Jakob bekommen, wenn sie Rinderhirn gegessen haben, dass BSE verseucht ist. Mhm. Das war bei meiner Mama nicht der Fall. Also die hat, soweit wir jetzt nachvollziehen können, nie Hirn gegessen. Ja. Das andere ist wohl eine Also es gibt noch eine andere Ursächlichkeit. Also eine Viruserkrankung, die nicht zusammenhängt mit Rindfleisch. Nein. Mhm. Also kann man das denn, also wenn es eine Viruserkrankung ist, ich bin da nicht so informiert, kann man das jetzt schon diagnostizieren? Das ist ein Virus? So genau bin ich auch noch nicht informiert. Also es wird wohl noch eine Ärztin aus Göttingen mit mir sprechen. Es ist ja auch ganz frisch. Das ist Freitag erst gesagt worden. Ja. Ne? Das heißt, jetzt läuft das erst alles richtig an. Hat dir denn ein Arzt schon mal irgendwie eine kleine Perspektive genannt, was man mit der Mama jetzt macht? Oder dauert das eben seine Zeit, bis die alles beraten haben, die Ärzte? Ein Arzt hat mir wohl erklärt, er hat schon mal einen Creutzfeldt-Jakob-Fall gehabt. Der hat innerhalb einer Woche abgebaut und innerhalb von 2 Monaten ist er verstorben. Mhm. Ja, bei meiner Mama verläuft es wohl alles langsamer.
eine Lebenserwartung von einem halben Jahr bis ein Jahr, sagt jetzt er, schätzt er. Was aber, wenn man als Kind da sitzt, in deinem Fall als Tochter, ja, ist das ja auch schrecklich, wenn man das dann gesagt bekommt. Ja. Ihr hattet ja vielleicht damit gerechnet, dass irgendetwas rauskommt, aber nicht so was Schlimmes, was man dann therapieren kann. Ja. Wie hast du das aufgefasst, als man dir das gesagt hat? Also man hat mir ja vor 14 Tagen schon vorsichtig durch die Blume gesagt, es könnte sein, dass es dieses ist. Mhm. Und ich habe mich damit schon ein bisschen versucht, auseinanderzusetzen. Mhm. Als es dann wirklich feststand, dass es das ist am Freitag, war das einfach wie so eine riesige Watsche ins Gesicht. Ja. Habt ihr es der Mutter auch gesagt? Nein. Die weiß es noch nicht. Nein, lebt der Vater noch? Ja. Ja. Und gibt es Geschwister auch? Ich habe noch einen Bruder, allerdings ist der auch behindert. Ja. Aber also wissen das nur im Moment, du weißt es und dein Vater weiß es? Nein, also es wissen eigentlich so ziemlich alle näheren Angehörigen und Bekannten. Wie wollt ihr damit umgehen? Wollt ihr das der Mama irgendwann sagen oder wollt ihr sie einfach, wollt ihr sie in Ruhe lassen damit? Wir wollen sie damit in Ruhe lassen, ja, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass wenn man ihr das sagt und dass sie in ein paar Monaten sterben wird, dass sie einfach in eine depressive Phase verfällt, wo sie dann nicht mehr rauskommt. Also da es ja eh so verlaufen wird, dass sie in ein paar Wochen nichts mehr weiß und uns auch nicht mehr erkennen wird, wollen wir ihr die letzte Zeit so schön wie möglich machen. Also das kann man schon definitiv sagen, dass in ein paar Wochen ist das Gedächtnis und das Bewusstsein, so wie ihr eure Mutter gekannt habt, ist erloschen. Ja, also es kommt halt dazu wie Wesensveränderungen, Muskelabbau, also solche Sachen kommen dazu. Es ist im Endeffekt das gleiche Krankheitsbild wie Alzheimer, bloß dass sie halt viel, viel schneller abbaut. Und dass sie halt auch die Muskeln nachlassen, diese Gangauffälligkeit, dass sie irgendwann ihre Arme nicht mehr heben kann, das kommt halt alles noch dazu. Ja. Und das Ganze halt im Zeitraum von einem halben Jahr. Sie ist jetzt im Moment in einem Krankenhaus? Momentan ist sie im Krankenhaus, sie darf jetzt am Freitag heim, das haben wir so entschieden. Und wir wollten sie, weil sie unbedingt heim will, wir wollten sie jetzt halt einfach daheim lassen, bis diese Klippe erreicht ist, wo sie uns vergisst. Ja. Dass sie einfach nicht so abgeschoben wird, auch nicht das Empfinden hat, sie wird jetzt abgeschoben. Das heißt also, wenn man so sagt, man will es demjenigen, der so schwer krank ist, in seiner letzten Zeit noch schön machen, da steht ihr ja wirklich unter großem Zeitdruck. Ne? Wenn du sagst, in ein paar Wochen kann das schon vorbei sein. Richtig. Das heißt, diese letzten Frühlingswochen, die jetzt anstehen, müsst ihr ihr etwas Wunderschönes herzaubern. Ja. Das alles so machen, wie sie es gerne hat. Ist sie denn so eine Fragerin? Meinst du, sie bohrt nach? Was ist denn nur da rumgekommen? Was ist mit mir? Nein, da es ja schon anfängt, dass sie die letzten Wochen, Monate vergisst. Also teilweise weiß sie vom Januar schon nichts mehr. Ist es halt schon absehbar, dass sie jetzt hat, sie verfällt in eine Gleichgültigkeit. Ja. Man kann ja eigentlich sagen, vielleicht ist es ein Segen für den Erkrankten. Ja, für die Umwelt ist es natürlich fürchterlich, wenn man den geliebten Menschen so verfallen sieht. Ja. Und irgendwann ist der Mensch gar nicht mehr da, obwohl er noch lebt, den man so geliebt hat. Ja. Also ich persönlich versuche so nüchtern wie möglich in der Situation zu sein. Weil ich halt einfach sage, man kann nichts ändern. Und ich bin auf der anderen Seite bin ich wirklich froh drum, dass es nicht Alzheimer ist. Ja, weil das ist ein Prozess, der bis zu 10 Jahren oder noch länger dauern kann. Das heißt, der Leidensweg in dieser Krankheit ist wesentlich kürzer. Ja. Für alle. Ja. Also man hat noch genügend Zeit, sich zu verabschieden. Es ist kein Herzinfarkt, zack, bumm, weg. Ja, man hat noch Zeit, sich irgendwo... Haben die Leute eigentlich, weißt du das, die Creutzfeldt-Jakob erkrankt sind, haben die Schmerzen? Nein, die haben keine Schmerzen. Ja. Also, wie ist es im Moment bei deiner Mutter mit dem Schwindel? Hat man das einigermaßen jetzt so im Griff? Nein, also es wird täglich schlechter. Sie konnte eigentlich noch im Rollstuhl sitzen. Und also, dass wir im Krankenhaus dann auch in den Garten runter sind oder so. Also heute habe ich sie besucht, da war es total schlimm. Sie wollte dann auch sofort wieder ins Bett nach dem Essen. Das heißt, da kann man ja auch gar nicht mehr so viel Schönes mit ihr machen. Wenn ihr ständig schwindelig ist, das weiß man ja selbst, wenn man mal einen Schwindelanfall hat, wie schlimm das ist, dass man zu nichts Lust hat. Und ja, also am Sonntag hatten wir sie heimgeholt und da war es dann wohl so, dass es ihr ziemlich gut ging.
Und der Arzt hat mir auch gesagt, es kann vorkommen, dass wenn sie jetzt in 3 Monaten komplett alles vergessen hat, dass es dann wieder einen Tag gibt, wo sie alles weiß. Also das ist für mich wahrscheinlich nochmal so ein schockierender Tag, wenn das, oder Moment, wenn das wirklich kommt. Das finde ich aber auch sehr schockierend. Das heißt, sie ist vielleicht schon ein Pflegefall für eine gewisse Zeit und plötzlich ist sie wieder da und weiß genau. Kann sich möglicherweise auch bewegen, kann wieder normal reden, kann wieder normal denken, weiß wieder alles. Weißt du, Petra, ich finde toll, so kommst du rüber hier bei mir, dass du eine sehr taffe, sehr starke Frau bist. Und dass du deiner Mama jetzt so zur Seite stehen kannst. Denn das ist wirklich das Allerwichtigste, dass du ihr eben, wie wir gerade schon gesprochen haben, es ihr jetzt die letzte Zeit so toll machst wie irgend möglich. So schön wie irgend nur denkbar. Ja, wollen wir zumindest versuchen. Ja. Es wird eine harte Zeit und wir brauchen alle Kraft. Ja, und die wünsche ich euch wirklich von ganzem Herzen, von ganzem, ganzem Herzen. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute dir und deiner Familie. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und hier ist David, 32. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Schockierende Entdeckung, David, heißt das Thema. Ja, ich habe mit 6, hatte ich einen Unfall. Mit 6 Jahren? Ja. Und ich habe da rausgefunden, dass, also jetzt vor einem halben Jahr, dass meine Großmutter seit meinem 6. Lebensjahr weiß, was meine Mutter behauptet. Sie behauptet nämlich, dass mein Großvater sie vergewaltigt hat und dass ich das Kind von ihm bin. Das bin ich aber nicht, das weiß ich, das habe ich rausgefunden. Moment, das war jetzt aber ein bisschen ganz viel. Also, du hattest einen Unfall mit deinem 6. Lebensjahr. Ja. Ja. Und was hat man dir immer gesagt? Mir hat man erstmal gar nichts gesagt. Ich habe 25 Jahre den Hass dieser beiden Frauen ertragen. Ich muss dazu sagen, ich bin bei meiner Großmutter und bei meinem Großvater aufgewachsen. Ja. Ja. Ich habe das nicht richtig kapiert. Und die Großmutter hat unterstellt, dass der Großvater dein Vater quasi ist, oder? Nee, ich verstehe es jetzt. Erklär es nochmal. Meine Mutter hat es ihr gesagt, als ich 6 war, als ich den Unfall hatte. Ach so. Was hat das mit dem Unfall zu tun? Ist das irgendwie ein Zufall jetzt, oder? Ja, das war eigentlich die Sache, die es an meine Großmutter herangetragen hat. Ich habe das erst vor einem halben Jahr erfahren. Ja, jetzt habe ich es immer noch nicht kapiert. Was hast du von meinem Jahr erfahren? Dass mein Großvater sie angeblich mehrfach vergewaltigt hat. Ja, angeblich oder hat er es wirklich getan? Das steht eben im Raum. Dass der Großvater deine Mutter mehrfach vergewaltigt hat? Also sicher ist auf jeden Fall, dass ich nicht sein Sohn bin. Wie sicher ist das? Und warum ist das sicher? Vor das Gericht kam, vor das Amtsgericht. Ja. Und ist ein Test gemacht worden, oder? Es wurde ein Bluttest gemacht und er ist nicht mein Großvater. Beziehungsweise der eigentliche Vater hat das in die Wege geleitet, weil der anscheinend auch davon irgendwie Wind gekriegt hat. Der hat dieses Gerücht in die Wege geleitet? Ich weiß es nicht. Mhm. Was ist jetzt deine schockierende Entdeckung? Meine schockierende Entdeckung ist, dass meine Schwester mir das ausgerechnet sagen musste. Meine Halbschwester. Wir kommen irgendwie nicht zueinander. Ich verstehe, was hat deine Schwester dir gesagt? Meine Schwester hat mir das gesagt, dass meine Mutter vergewaltigt wurde. Vor einem halben Jahr. Und das war wie ein Schlag in den Magen. Ja, von dem eigenen Vater. Von meinem Großvater. Ja, von ihrem Vater. Lebt der Mann noch, der Opa? Nee, der ist vor einem Jahr gestorben. Deswegen kam das ja auch raus. Wieso ist das rausgekommen, dadurch, dass er gestorben ist? Ganz einfach, weil sie keine andere Wahl hatten. Weil sie mich ganz komplett aus der Familie haben wollten. Ja. Das verstehe ich aber nicht, warum das mit dem Tod was zu tun hat. Warum ist das dann aufgeflogen? Weil die ihn all die Jahre beschützt haben. Aber mich verurteilt haben. Ja. Sie haben mich zur Rechenschaft gezogen, was er getan hat. Die haben dich zur Rechenschaft gezogen? Ja. Warum haben die dich zur Rechenschaft gezogen? Da kann ich nur ein bisschen spekulieren. Also entweder wegen meiner Existenz oder weil meine Mutter denkt, ich bin ihr Vergewaltiger. Du bist ihr Vergewaltiger? Das gibt es. Leider Gottes. Pass mal auf, David. Wir brechen das Gespräch ab. Irgendwie kommen wir beide nicht zueinander. Du wirst mal von meinem Psychologen gleich angerufen, weil ich dich nicht einfach abservieren möchte. Aber irgendwie funktioniert die Kommunikation nicht und ich jetzt 10-mal nachfrage, wie, was, wo. Lass uns lieber sein, okay? Okay. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Okay, tschüss.
René, 36. Guten Morgen. Hallo? Ach, eine Frau. Eine Frau. René, stimmt's? Ja, stimmt. Hallo? Ja, hallo. Die ich hoffentlich jetzt besser verstehe. Liebe René, hallo. Ja, ich denke schon. Also schockierende Entdeckungen. Also das Ganze ist gute 3 Jahre her. Ja. Und begonnen hat es mit einem Paket, das kam an und kostete 500 Mark, also war per Nachname und war an meinen Ex-Mann adressiert. Ja. Und ich habe es angenommen und habe es auch bezahlt. Oh, ja, das macht man ja auch nicht so einfach. Ich habe alles bezahlt, also hat das auch keine Rolle mehr gespielt. Also für alle Fälle habe ich das Paket angenommen. Ich habe es ihm dann auch ausgehändigt, er hat es aber auch nicht neben mir aufgemacht. Das kam mir schon verdächtig vor. Also ihr wart da noch zusammen, ihr beiden? Ja, ja, wir waren zusammen. Mhm. Wir hatten auch Kinder gemeinsam, die Kinder habe ich heute noch. Mhm. Ja, auf alle Fälle, das Paket habe ich total vergessen. Und dann vergingen ein paar Wochen und ich war arbeiten. Ja. Ich arbeite als Vertreterin, ich war unterwegs. Ja. Und er hat nie auf die Kinder geguckt, also er ging dann immer aus oder so, ja. Und meine beste Freundin hat geguckt. Und als ich zurückkam, bin ich total erschrocken, weil die lag in der Diele, direkt hinter der Eingangstür, am Fußboden, mit Decke und Kissen. Und ja, ich habe sie dann geweckt, weil ich bin ja fast auf sie draufgestiegen. Sage ich, um Gottes Willen, was ist los? Sagt sie, du, ich habe ganz was Schlimmes gefunden, guck mal im Wohnzimmer. Ich sitze vorhin da auf der Couch und auf einmal denke ich mir, was ist das für ein Kabel? Und ich habe das Kabel rückverfolgt und das ging dann in den Schrank ganz unten rein, hinter die Bücher. Und da war ein Gerät, das war dann scheinbar das, was in dem Paket war, das hat sämtliche Telefonate mitgeschnitten, die im Haus geführt wurden. Also jedes Gespräch, wo telefoniert wurde, wurde mitgeschnitten. Und das war deshalb, weil er vermutet hat, dass ich ihm fremd gehe. Lass mich mal zurückfragen, als das Paket damals ankam, du hast 500 Mark bezahlt. Ja. Hast du es ein bisschen geöffnet? Nein, gar nicht. Gar nichts, ne? Nein, gar nichts. Das ist nicht meine Art, also ich mache nichts auf und nicht mein Name oben steht, ja. Dann hast du es quasi vergessen gehabt. Ja, ja. Mhm, ja. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Ja. Dann hat die Freundin das entdeckt, dass da die... Die ist also technisch eigentlich sehr versiert, ja. Ja. Die ging einfach dem Kabel nach, ja. Ja, ja. Auf alle Fälle, heute lache ich drüber, damals war es für mich wirklich ein Schock. Ja, aber das ist ja auch ganz schlimm. Wie lange wart ihr zusammen damals? 7 Jahre. Wie viel? 7 Jahre. 7 Jahre. Man ist 7 Jahre mit einem Menschen zusammen. Ja. Und der konfrontiert einen dann mit einem solchen Misstrauen und einem solchen Einbruch in das Private, in die Intimsphäre, die man ja auch hat, auch wenn man dann mit jemandem zusammen ist. Ja. Und macht sowas. Hast du, ja, wie ging es dann weiter? Hast du ihn dann gleich damit konfrontiert? Ja, als er dann nach Hause kam schon. Aber das Spannende daran war, ich habe dann gesagt, es war eine Kassette dann drinnen, da war aber nicht viel oben. Sie hat gesagt, ja, sie ist dann weiter auf die Suche gegangen und hat halt alles durchsucht, um die restlichen Tonbänder zu finden. Mhm. Und die hatte sie auch gefunden. Mhm. Ja, und die haben uns dann angehört. Und dann waren jede Menge Gespräche oben zwischen ihm und seiner Freundin. Er hatte nämlich eine Freundin. Von der du nicht wusstest? Nein. Das ist ja krass. Also du, um es klarzustellen, du hattest eine weiße Weste. Ja, ich hatte eine komplett weiße Weste. Komplett, bei dir war nichts. Nein. Und seine eigenen Gespräche waren aufgezeichnet, die er mit seiner Geliebten geführt hat. Ja, mit seiner Freundin. Das ist ja unglaublich. Vor allem das hast ja zwei Schocks gehabt, ne? Einmal. Das Schlimme war auch noch, also der Zusatzschock war irgendwo, ich meine, ich habe gearbeitet immer, also wirklich bis kurz vor die Entbindung hin und dann auch, wie die Kinder sehr klein waren. Teilweise habe ich die auch mitgenommen, wenn es irgendwie ging und es war wirklich eine harte Zeit. Also ich habe den Haushalt geschmissen, meine Freundin hat mir noch geholfen, ich habe alles bezahlt, ich habe mich um alles gekümmert, ich habe kaum geschlafen, ja. Also es war wirklich... Lass mich mal fragen mit dem Haushalt. Du sagst, ich habe den Haushalt geschmissen, das heißt, ich gehe davon aus, dass du auch geputzt hast in der Wohnung. Logisch. Dir ist das nie aufgefallen mit dem Gerät und dem Kabel? Nein, da war ein Schrank und davor waren Bücher und das hat er unten angebohrt und da ging das Kabel unten rein und da waren unten drinnen die Bücher, die man nicht so häufig genommen hatte und hinter diesen Büchern war dieser Kasten. Also wie, das pfiffig, war auch ähnlich aus dem Anruf. Wie pfiffig dann von deiner Freundin, dass die das dann rausgekriegt hat, ne, was da los ist. Ja, die hat das Kabel gesehen. Mhm. Das hast du übersehen bislang. Ja, das war auch nicht einfach zu sehen. Das war nur so ein ganz kleines schwarzes Stück, was davor geguckt hat. So, jetzt ist doppelter Hammer. Alles ist aufgeflogen. Ja. Hast es ihm dann gleich an dem nächsten, an dem Abend gesagt? Ich habe es ihm an dem Abend noch gesagt, ja. Hat er sich versucht rauszureden? Konnte er das noch? Nee, er hat auf mich eingeschlagen. Hat auf dich eingeschlagen? Er hat auf mich eingeschlagen, weil ich die Tonbänder gehört habe zwischen den Gesprächen zwischen ihm und seiner Freundin. Und hat mich dann angebrüllt, wo ich die jetzt hingegeben hätte und ich habe die alle vernichtet gehabt, weil ich hatte so einen Zorn. Mhm.
Und, was natürlich auch ein bisschen dumm war, ne? Das wäre Beweismittel. Ja, klar, aber ich war so zornig in dem Moment. Ja. Wir haben ein kleines Feuerchen gemacht in der Küche. Ehrlich, und habt ihr verbrannt alle? Ich habe alles verbrannt, aber das war das Problem. Er hat mir das dann nicht geglaubt, dass ich es verbrannt habe. Und ich habe ihm dann die Reste wieder aus dem Müll rausgefischt, weil er hat nicht mehr von mir abgelassen. Also du hast heute guten Abstand dazu, höre ich schon, ne? Weil du, ja, lachst, ja. Du lachst darüber. Ist deshalb dann die Ehe auch kaputt gegangen? Ja. Ja, ist ja völlig das klar. Das war so der letzte Tropfen, ja. Ja. Wie lange hat sich denn das dann noch hingezogen nach dieser schrecklichen Entdeckung, bis dann wirklich Schluss war? War dann direkt die nächste Woche, den nächsten Tag Schluss, oder? Ich war da wahnsinnig konsequent. Ich habe dann rausgefunden, also anhand dieser Tonbänder, wo sie gearbeitet hat, habe dann dort angerufen und habe sie dann bekannt von dir. Da habe ich gesagt, hallo, da spricht René, ich bin die Frau von deinem Geliebten und ich wollte nur sagen, du kannst ihn haben. Ja. Wusste sie denn überhaupt, dass es dich gibt, oder hat er ihr auch was vorgelogen? Nein, das wusste sie schon. Das sie hat dann gemeint, nee, sie kennt ihn gar nicht und so. Sicher, das brauchst du mir jetzt nicht erzählen, aber also ich bin halt der Meinung, wenn, dann kannst du mit alle Konsequenzen. Das ist ja auch schon couragiert, dann da anzurufen und zu sagen, hier, pass auf, du kannst ihn haben. Hätte manch eine Frau auch nicht gemacht. Nee, ich hatte auch irgendwo die Nase gestrichen von mir. Also, ich wollte auch nicht mehr. Kriselte das denn vorher schon in der Ehe? Ja. Ja. Ja, er war überhaupt ein wahnsinnig schwieriger Mensch, einfach so der Typus, der gern vom Fernseher saß und nichts tat. Und ich habe mir immer gedacht, mei, im Laufe der Jahre irgendwann kriegt er seinen Hintern hoch und wird irgendwie mitmachen an dem Ganzen. Und er hat sich auch um die Kinder nicht gekümmert. Und ich habe dann irgendwann mal keine Lust mehr gehabt. Er hat gesagt, nee, also ich kann das nicht mehr mit angucken. Wie lange lief das denn eigentlich mit der anderen schon? Weißt du das? Ja, ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Kümmert er sich heute um die Kinder? Nein. Auch nicht? Nein. Also die Kinder wachsen ausschließlich bei dir auf und der Vater kümmert. Ist aber auch sehr schlimm, finde ich, ne? Wenn man das Leben so viele Jahre mit jemandem geteilt hat und das endet dann in so einer Katastrophe. Wie soll ich sagen, das ist für Kinder eine größere Katastrophe, in einer Ehe aufzuwachsen, die von vorn bis hinten nicht funktioniert. Und ein schlechtes männliches Vorbild zu haben, natürlich. Oder gar keins zu haben. Ich meine, jetzt so für dich ist das eine Katastrophe auch, ne? Gewesen, dass so die Zeit. Damals schon, aber heute muss ich sagen, mir geht es mir wirklich gut und ich sehe, dass es meinen Kindern gut geht. Ja. Die sind beide brav in der Schule, die haben einen dicken Freundeskreis, die sind auf jeder Party eingeladen, die lachen und. Es ist 3 Jahre jetzt rum her, ne? Ja. Sagst du, na gut, das ist eine gute Zeit, wo man sich ein bisschen regenerieren kann. Ja. Weißt du überhaupt noch, was er macht? Weißt du von seinem Leben? Gar nichts mehr. Nein, ich weiß gar nichts. Also seit 2 Jahren gar nichts mehr. Bist du durch diese Sache jetzt sehr viel misstrauischer als du vorher warst? Viel nicht, aber manchmal guckt sich schon Menschen genau an, aber ich lasse eigentlich andere Menschen selten büßen für Fehler, die andere machen, ja. Ist auch eine gute Einstellung. Ja, ist eine gute Einstellung. Also du hast für dich so den Eindruck, dass du aus dieser Sache ganz gut rausgekommen bist. Ja. Und lebst jetzt. Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass ich die 500 Mark bezahlt habe. Ja, und lebst jetzt viel besser als vorher. Ja. Hat er dich denn eigentlich hoffentlich nur dieses eine Mal geschlagen oder gab es das vorher auch schon? Nicht direkt geschlagen, aber mal, was er sich die Hand am Rücken gedreht oder seelisch auch irgendwo fertig gemacht. Immer mit Vorwürfen konfrontiert. Er hat mir oft vorgeworfen, dass ich ihn nicht Mann sein lasse, indem ich mehr verdiene wie er. Und ich habe gesagt, was ist mehr? Wenn du dir irgendwo einen Job suchen willst, würdest du irgendwas verdienen. Ich meine, wir können auch gemeinsam Händchen halten auf Sozialamt gehen. Ja. Was für ein idiotischer Vorschlag. Oder was für eine idiotische Aussage. Ja. Sei froh, dass du los bist. Ja, bin ich. Ne? Darf ich noch was zu den Flöhen von vorhin sagen? Ja, bitte, sag. Ich wüsste, wenn sie los wird. Ja. Sie muss wirklich alles an Stoff, also alles, was sie irgendwo findet, an Jacken, Pullis und so weiter, vor allem Wollsachen, in die Tiefkühltruhe geben für mindestens 24 Stunden. Ach. Dann sterben die ab. In 24 Stunden Tiefkühltruhe? 24 Stunden Tiefkühltruhe. Und nicht, dass sie hinterher wieder auftaucht. Wie? Die Dinge, die sie nicht reinkriegt in die Tiefkühltruhe, wie Teppich oder Sofa, da gibt es ein Flohspray in der Apotheke, da gibt es Zweiler, da gibt es eins für Tiere. Ja. Wo man die Tiere eben damit ansprüht, dafür würde die Katze die auch verlieren und dann gibt es einen zum Desinfizieren von der Wohnung. Aber dann muss man für 24 Stunden dann auch die Wohnung räumen, weil dann. Also Sandra, ich hoffe, dass du nur zuhörst. Woher weißt du das so genau? Weil ich einmal eine Katze hatte, die hatte Flöhe, aber die hatte nie so eine Masse, sondern die hatte 3 Flöhe. Ja. Und da habe ich sofort Maßnahmen ergriffen und das hat sofort geholfen. Und vor allem, man muss aufpassen, Flöhe gehen auch auf Menschen über. Ja, ja. Sind die auch Überträger von Krankheiten, Katzenflöhe? Ja. Und das ist, wenn man mal so eine echte Plage hat, mit Sicherheit nicht lustig. Ja. Aber ich habe damals alles in die Tiefkühltruhe gesteckt, was nicht nied- und nagelfest war. Ich wäre da ja misstrauisch. Ich würde ja denken, die Dinger, die tauen hinterher wieder auf und. Nein. Die sind tot. Sieht man das auch? Wenn ich dich 24 Stunden in die Tiefkühltruhe stecke, überlebst du auch mich. Ich bin ja auch kein Floh.
Also, es gibt gute Chancen, dass der Freund von der Sandra die Wohnung ohne sehr viel Geld ausgeben zu müssen, sagen wir es mal so. Also ich würde mal sagen, für die zwei Sprays für Katze und das andere, also wenn er zwei Flaschen braucht für die ganze Wohnung und eine Flasche für die Katze. Ja, die Katze ist ja weg. Euro. Die Katze kommt ja die kommt ja weg am Wochenende, haben wir ja gehört gerade. Arme Katze. Ja, die arme Katze, die ist auch sehr, sehr arm dran, glaube ich, so wie die Sandra es gerade geschildert hat. Also die Sache mit den Flöhen kriegen wir in den Griff, habe ich gehört. Ja. Habe ich jetzt gelernt. Okay. René, danke für deinen Anruf. Gut. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere heutige Sendung. Schockierende Entdeckungen. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen sehen und hören wir uns hoffentlich wieder. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. In der Technik heute Nacht war Volker Thake. Ihr könnt morgen auch wie immer ab 0 Uhr schon anrufen. Morgen wieder mit einer freien Themennacht und natürlich 24 Stunden lang mailen unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.